Hallo und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Mein Name ist Darius und ich spiele auf dem verfallenen Kuhstall mit der guten Rin. Mit dem Perks, das dritte Siegel, niemand entrinnt dem Tod, brutale Stärke und Barbecue. Ich hab doch... super. Totem, mega gut versteckt. Ich habe noch zwei Addons dabei. Einmal, dass ich mich... What the fuck? What? Ja, einmal, dass ich mich super schnell bewegen kann, dafür aber halt keine Kratzspuren mehr sehe. Und das zweite ist, dass ich mich moderat schneller bewegen kann, moderat Stärke schneller zurückgewinne und irgendwas was noch, keine Ahnung, von irgendwas drittes. Wieso sehe ich Spuren? Warum? Wieso sehe ich Kratzspuren? Das Addon macht, dass ich keine Kratzspuren mehr sehe, dieser rote Ring da, den er da unten sieht. Uch, hi! Wieso habe ich Kratzspuren gesehen? Naja, wer weiß. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Da waren war halt gar keine Kratzspuren. Boah, dass der noch durchging. So, die hat bestimmt einen Strikey. Ja, habe ich jetzt runtergeschmissen. Habe ich. Also die zweite Arschmethode, um den Strike zu kontern, ist eines trippeln. Das andere ist, den Keller zu schmeißen. Hier war doch gerade jemand, der hat schon Klick-Klick gemacht. Ja, hier. Wo ist sie dann hingegangen? Ich fäll's mal wieder dahin zu dem Generator. Im Affenspeed. Nee. Da ist jemand. Du hast jetzt nicht gesehen. Vielleicht geht's in den Schrank. Nee, geht's nicht. Block das Fenster. Claudette. Oh, hier ist eine Abkürzung. Und hat sie gleich wieder gerettet? Ja, natürlich. Mensch, Hangman. Ach so, oh, man sieht ja jetzt das Mori so übelst deutlich. Da vergesse ich es nicht mehr. Sehr schön. Ich lasse die Hangman erstmal liegen. Ich wollte sagen, Mori die Lori. Aber ist keine Lori. Und die hat bestimmt recovered und kann jetzt aufgehoben werden. So, zurück zu der hier und die bringen wir gleich in den Keller. Doch, doch, doch. Muss gar nicht so rumwackeln. Boah. Voll an der Schlupper gezogen. Zwei Generatoren haben die schon durchgeprescht. Fleißig, fleißig. Ich hätte vielleicht mal nicht so schnell Facewalk anmachen sollen. Weil dadurch sehe ich einfach... Boah, das ist ja immer so gigantisch schnell. Hilfe, diesen Scheiß dagegen. Ich muss aber einfach die Lampe kaputt machen. Da hinten rein, sag. Ja, man sieht einen Spuren. Hi. Oh, an der Gurgel gepackt. Moment mal. Dich hatte ich da auch schon mal. So, ich frage mich mal, wer dieser letzte ist, den ich noch überhaupt nicht hatte. Jetzt stimmt da hinten nicht mehr ein Generator. Sau so mal hin. Aber hier ist gar keiner. Schade. Ah, ich glaube, ich werde das Lied an der Addon macht. Dauer erhöht, Geschwindigkeit erhöht und stärkere Gewinnung erhöht. Aber alles halt nur moderat. Ich dachte gerade, das wäre so eine Fangmin, aber das ist bloß die Decke von dem Ding gewesen.
dieses komische Fake-Blut. Hi. Was ist eigentlich, wenn ich die jetzt... Oh. Brutale Sterne, das geht schnell. Also, wenn ich die jetzt hier erwische... Und dann Mori, während sie, diese Lampe hat, was passiert denn dann? Weil eigentlich geht die Lampe ja erst zurück, wenn ich sie aufhänge. Da ist jemand. Muss man den anderen haben. Ist ja auch eine Fangmin. Übelstes Fangmin-Massaker hier. Ach ja, es waren drei Fangmins und eine, Claudette. Stimmt. Mist. Ich dachte, den kriege ich noch durch. Die schmeißt ja alles um, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Bleib doch mal stehen. Ich will dir gar nichts tun. So, ich werde dann wenigstens meinen letzten Stick Mobbycue noch haben. Und jetzt sehe ich vielleicht die andere. Ja, sehe ich. Bin noch ganz schnell da. Okay, jetzt bin ich vielleicht schon übers Ziel. Nein, da ist sie. Oder? Doch nicht. Ich würde sagen, jetzt bin ich vielleicht sogar schon übers Ziel hinausgeschossen. Ich hätte die aber sterben lassen. Da lässt sie sich einfach sterben. Ja, die kämpft bestimmt die Hatcher. Ne, noch nicht. Seltsam, seltsam. Das war keine Rennspur, das sind dieses Blut auf den... auf den Gegenständen. Hier ist die Hedge. Also keine Fangmin in der Nähe. Wo sie eigentlich ziemlich gut sichtbar sein müsste. Durch ihr geiles Outfit. Wo ist mein Totem? Guck mal hier hoch. Wie ich sehe, sehe ich gar nichts. Nichts wackelt. Ja, so hat es ja gerade gewackelt. Und bin jetzt wieder ein bisschen verrückt. Kriegt man als Keller keine Raben, wenn man irgendwo rumsteht. Das ist halt einfach mal die beste Position, weil ich hier wirklich alles überblicke. Symmetrisch sehe ich vielleicht sogar noch ein bisschen besser, aber komme schlechter zur Hedge hin. Tja. Ich gehe mal hier hinten gucken. Nix. Nada. Niente. Mal auf dem Hügelchen. Jetzt bräuchte ich Geflüster. Da hinten das Rennspuren. Da pacen wir schnell hin. Das haben wir gerade verdächtig in der Rennspuren aus hier hinten. Oder auch nicht. Ich bin halt überall gleichzeitig. Ich bin die zweite Nurse. Halt da.
ist eine Tonne. Tja. Ist halt so, jetzt am 21 Punkte, ja. Klar. Ist halt so, wenn man kein Addon dabei hat, dass man irgendwo Überlebende aufspüren könnte, hat man halt am Ende, wenn nur der Hedge da ist, einfach keine Chance mehr. Beziehungsweise man kann die Falltür nicht gut bewachen. Hier, mal gucken. Hört ihr nur um die Bewegungsfreiheit während Yamaokas Spuk sind keine Kratzspuren mehr sichtbar. Aber ich habe die trotzdem gesehen. Mittel seltsam. Hier Dauer erhöht, Bewegungsgeschwindigkeit erhöht und Stärke, also Aufladezeit erhöht. Genau, welche waren das, die dich jetzt sterben lassen? Ja, die kommen jetzt noch die mit dem Strike, das war mir klar. Das ist, glaube ich, die Claudette gewesen. Müsste es vielleicht die gewesen, der Rega? Kann das sein? Selbstheilung. Alle Selbstheilung. Also hier. Naja. Gut, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal mit dem Mutter-Tochter-Ring gespielt habt und ob es dabei auch so Speedy Gonzales abging. Der erste Grab war natürlich richtig episch. Einfach mal irgendwo hingespookt und dann gleich wieder hinweggezogen. Ja klar, Rotes Mori ist eigentlich zu dem Event ein bisschen dämlich, darum habe ich auch plus 20 Punkte, aber mir ging es einfach mal um den Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin, ciao, ciao.